Guten Abend und natürlich herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei der JFD Bank. Ja, herzlich willkommen auch im Namen von JFD natürlich. Mein Name ist Stefan Friedrichowski, wie immer für diese Art von Webinare. Und natürlich auch noch schon mal herzlichen Dank hier für die zahlreichen Grüße, die hier schon im Control Panel hereinkommen. Herzlichen Dank. Kann nicht immer alle nochmal direkt beantworten. Aber ich glaube, das versteht ihr sehr gut. Das Thema heute, ach so, erstmal das Datum. 22. Mai 2019, 19 Uhr. Also alles wie gewohnt, Mittwochabend. Hier bei mir im Osten ist es absolut schon dunkel fast, könnte man meinen. Aber das ist jetzt nicht, weil die Sonne schon untergegangen ist, sondern weil sie einfach nicht zu sehen ist. Wirklich schauriges Wetter. Aber das wird sich dann morgen ändern. Thema heute, Stockpicking, eine einfache Aktien-Trading-Strategie. Ja, da werden wir wirklich mal wirklich was ganz Einfaches entwickeln. Stockpicking steht natürlich dafür, dass wir einfach die richtigen Aktien raussuchen wollen und die dann traden. Und ihr werdet am Ende des Webinars irgendwie denken, puh, auch so einfach geht das, so ähnlich. Seid bitte nicht enttäuscht, aber es ist tatsächlich so einfach. Aber wir haben natürlich ein bisschen mehr vor, um das Ganze wie immer auch zu entwickeln. Hat mich sogar noch mal ein bisschen extra Arbeit gekostet, aber das mache ich gerne, weil das auch noch weitere Verwendung findet. Weil hier geht es nachher darum, dass ich zum Beispiel die 30 DAX-Aktien oder die 100 S&P 100-Aktien simultan in meinem C-Programm verwalten muss. Das führte noch mal zu besonderen Herausforderungen, da ich ja den Wechsel nach C++ gemacht habe, konnte ich das auch managen. Und zwar dann doch wieder relativ einfach. Aber das sind technische Randbemerkungen. Das Ergebnis ist und bleibt nachher ziemlich einfach und auch die Strategie an sich. Natürlich, bevor ich wirklich starte, wie immer ein paar übliche Hinweise. Der eine natürlich, die Folien des heutigen Webinars, die findet ihr schon zum Download bereit. Das geht direkt aus dem GoToWebinar-Control-Panel. Und jetzt bin ich schon auf der nächsten Seite, aber gerade eben war noch meine E-Mail-Adresse. Wer nachher die Excel-Sheet zum Beispiel haben möchte, schickt mir einfach wie immer eine E-Mail an s.friedrichowski@jfdbank.com. E-Mail-Adresse kommt nachher am Ende nochmal und steht auch auf den Folien. Und wenn er einfach nur dem Support schreibt, landet das dann auch im Zweifelsfall immer bei mir. Die kriegen das schon leicht rausgefiltert, dass es irgendwie gerade um mich geht. Andere, wie immer, muss ich natürlich den Risk-Disclaimer, den Risikohinweis einmal zeigen. Jetzt übrigens mal endlich auch auf Deutsch. Aber lange Rede, kurzer Sinn, worum geht's da? Wir reden über eine Strategie, über Investments, über Trading. Aber natürlich schließlich und endlich, wenn es ums euer Trading geht, dann seid ihr natürlich die einzig Verantwortlichen. Ich glaube, das ist wie immer ganz klar. Aber muss natürlich mal wieder einmal gesagt werden. Gucken wir mal ein bisschen mal auf die Inhalte von heute. Wir wollen nochmal starten mit den Vorteilen des Aktienhandels generell. Wenn ich mich recht entsinne, während der letzten etwas mehr als zwei Jahre ist es jetzt hier das dritte Webinar über Aktientraden. Wir hatten schon zwei Strategien entwickelt. Die eine war eine Art Pullback-Strategie und die andere ging mehr oder weniger darauf hinaus, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken Days Since Last High. Also wann hat die Aktie ihr letztes Hoch gehabt? Und so ein bisschen darauf basierend haben wir entschieden, ob wir in eine Aktie einsteigen, ja oder nein. Die Aufzeichnung dazu findet ihr auch bei YouTube, wie auch dann auf dem JFD YouTube-Channel, wie natürlich auch von dem heutigen Webinar, also wenn er nochmal was reinhören möchte, kein Problem, ist da dann auch zu finden. Wenn wir mal etwas weiter gucken, dann will ich nochmal kurz darauf eingehen, dass wir eigentlich, wenn wir normalerweise über Indizes reden, und wir werden in Summe heute uns vor allen Dingen um den DAX und den S&P 100 kümmern. 100 eigentlich nur deshalb, weil ich keine Lust hatte, 500 Aktienkurse runterzuladen. Prinzipiell wäre auch das möglich gewesen. Aber da kommt man, wenn wir bei den Indizes anfangen, und die brauchen wir nachher, die Indizes insofern, weil wir auch nochmal einen Benchmark immer brauchen. Und da wollen wir natürlich gucken, was ist der geeignete Benchmark für eine solche Aktienstrategie. Und natürlich bietet sich der Index selbst als der beste Benchmark an, wenn es darum geht,
nachher einzelne Aktien zu traden und dann auf die Performance zu gucken, was wir denn da erreichen. Aber dazu müssen wir natürlich nochmal schauen, was ist der Performance-Index, was ist der Kursindex. Für den einen ist es vielleicht absolut geläufig, für den anderen denkt, worüber reden wir jetzt? Erkläre ich natürlich gleich und vorweg schon mal, der DAX ist ein Performance-Index und zum Beispiel der S&P 100, 500 und eigentlich so ziemlich alle, die ich kenne, sind alles Kursindizes. Da gibt es natürlich einen Unterschied. Wenn wir die Indizes haben, können wir eigentlich schon den ersten Schritt machen für eine etwas andere Trading-Strategie. Die ist dann noch nicht mal, die hat noch nichts mit Stock-Picking zu tun, sondern wir können uns mal fragen, was passiert eigentlich, wenn wir den DAX oder zum Beispiel den S&P 100 einfach mal gleichgewichtet nachbilden. Die Indizes sind ja irgendwie anders gewichtet. Also zum Beispiel der DAX geht streng nach Marktkapitalisierung. Alle paar Monate wird da ein Update gemacht und die und ich weiß nicht genau, auf welcher Zeitachse werden auch die Gewichtungsfaktoren während des Zeitraums angepasst. Und dann ist natürlich so ein Schwergewicht wie Siemens hochgewichtet drin. Und dann gibt es andere Aktien, wie zum Beispiel ThyssenKrupp, die bilden eigentlich nur so einen kleinen Miner. Also ob die Aktie jetzt drin wäre oder nicht in dem Index, spielt eigentlich für den DAX an sich schon wieder fast keine Rolle. Könntest du mal fragen, was passiert denn, wenn man das auflöst und eigentlich alle Aktien gleichgewichtet? Das Verrückte ist, selbst dabei entsteht schon ein Riesenvorteil. Ja. Müssen wir uns natürlich auch angucken und ist bereits auch schon eine sehr interessante Grundstrategie. Ja. Und anschließend hätte ich kommen natürlich zum Stockpicking und da ist die Frage, nach welchen Regeln gehen wir vor. Ich habe da mal ein paar Sachen ausprobiert. Das Schöne ist, selbst bei den verschiedensten Grundideen, die ich ausprobiert habe, irgendwie performant ist das so ziemlich alles und das hat natürlich auch seinen Grund, warum das irgendwie in den meisten Fällen immer irgendwie funktioniert beim Aktientraden. Das hat natürlich was damit zu tun, dass Aktientraden so eine Art generellen Vorteil haben. Dazu gleich natürlich die nächste Folie. Und dann, wenn wir das haben, das Stockpicking, gibt es natürlich wieder ein Portfolio aus, wie das dann zusammengesetzt ist und wie man das aktualisiert und in Summe ließe sich das auch sehr einfach sogar manuell handeln und traden, weil die Trade-Frequenz ist, wie meistens bei Aktienstrategien, natürlich immer ziemlich gering. Wir werden nachher sehen, wir müssen dann so mal alle 40 Tage was tun und dazwischen brauchen wir eigentlich gar nichts tun, außer meinetwegen Kurse beobachten, aber eingreifen tun wir da nirgendwo. So einfach wird es denn dann. Warum ist Aktientraden eigentlich generell irgendwie vom Vorteil? Und ich empfehle es auch immer gerne als super Beimischung für ein Gesamtportfolio. Jeder von euch, wenn er über das Traden nachdenkt, denkt hoffentlich auch in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel eher höher riskante Forex-Trades mit entsprechendem Hebel oder hat noch ganz andere Anlageformen, meinetwegen physisches Gold, Immobilien, was auch immer, oder auch einfach Sachen in Bargeld oder in Geld halten. So entsteht ja das Gesamtportfolio für jeden Vermögensaufbau. Aktienhandel bildet dabei für mich immer auch eine Säule. Und das Gute ist, dass es halt einen intrinsischen Vorteil hat, weil wir handeln dann etwas, was einen wirklichen Wert darstellt. Deswegen nenne ich das auch immer intrinsischer Wert. Wenn wir eine Aktie kaufen, haben wir einen Anteil an der Firma. Und damit gehört mir dann ein, zwar ziemlich kleiner, aber ein Bruchteil von jedem Bürostuhl, von jedem Computer, von jeder Produktionsanlage, von jedem Patent und. Das heißt, ich habe wirklich etwas, was einen Wert darstellt. Das ist ein bisschen anders, als wenn ich einfach einen Long Trade Euro US-Dollar mache mit einem Hebel von was auch immer. Eigentlich habe ich da gar nichts. Außer der Wette, dass es in meine Richtung gehen soll. Also sprich bei Long, dass das Währungsverhältnis entsprechend dann steigt. Aber so wirklich in der Hand habe ich da gar nichts. Bei der Aktie ist es natürlich was anderes. Dann das Nächste, was natürlich auch gut ist, man erhält Dividenden. Also sofern die jeweiligen Firmen Dividenden zahlen, da haben wir natürlich im Moment ein sehr gutes Umfeld. Zahlreiche Firmen zahlen Dividenden. Das heißt, da kommt einfach nochmal in Deutschland ist es meistens einmal im Jahr, bei den Amis viermal im Jahr. Ja, einfach noch so eine kleine Extraüberweisung. Auch sehr gut. Das nächste, was gut ist,
Wir haben keine Finanzierungskosten. Also wer über die normalen CFD-Trades nachdenkt, kennt natürlich den Begriff der Swap-Kosten. Sprich, wenn wir einen Trade machen, ist es meistens so, dass wir über Nacht um 23 Uhr belastet werden. Das heißt, da werden ein paar Euros oder je nach Positionsgröße auch mehr von meinem Konto abgezogen. Ja, weil ich halt mir Geld leihe und dafür quasi Zinsen zahle. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo man sogar Swap Gewinne macht. Bei, was weiß ich, im Moment wäre es zum Beispiel ein Short Trade auf Euro-US-Dollar, wo es jede Nacht eine kleine Gutschrift gibt. Bei Aktien haben wir natürlich keine Finanzierungskosten. Dafür binden wir aber natürlich auch unser Kapital 1:1, weil wir entsprechend keinen Hebel haben. Also kaufe ich eine Aktie, die einen Stückpreis von 100 Euro hat und kaufe davon eine Aktie, dann ist mein Barvermögen logischerweise um 100 Euro geringer und dafür habe ich halt das Asset dieser einen Aktie. Aber wir brauchen uns zumindest keine Gedanken über Finanzierungskosten machen. Der ein oder andere mag es auch interessant finden, an Hauptversammlungen teilnehmen zu können. Den Genuss komme ich natürlich auch, wenn ich physische Aktien besitze. Das stärkste Argument aus meiner Sicht ist allerdings ein viel einfacheres. Gucken wir langfristig auf Aktien, dann haben wir einen allgemeinen Long Bias. Das nenne ich einfach deshalb so, weil prinzipiell gehen Aktien erstmal nach Norden. Natürlich haben wir Ausnahmen. Deutsche Bank seit der Finanzkrise wäre eine sehr schöne Ausnahme davon. Aber da unser Wirtschaftssystem auf Wachstum basiert ist und nur die Unternehmen auf Dauer überleben, die so auch funktionieren, also Werte generieren, gehen die Kurse erstmal in Summe nach oben. Natürlich gibt es Krisen, vielleicht kommt die nächste schon bald, wie auch immer. Die Finanzkrise ist uns sicherlich noch allen gut im Gedächtnis. Aber so grundsätzlich haben wir einen Bias nach Norden. Deswegen ist es, wenn man eine Aktie kauft, darf man sich auch durchaus leisten, ohne Stop-Loss zu traden, was ich auch nachher in der Strategie tun werde. Wir haben also einen Wahrscheinlichkeitsvorteil, ja, den auf seiner Seite zu haben, ist natürlich immer gut. Einen anderen Vorteil will ich mal ganz praktisch natürlich auch aus der Sicht von JFD erwähnen, dass man bei JFD seit geraumer Zeit mittlerweile auch direkt die Aktien aus dem MT5 heraus traden kann, also nicht MT4, sondern MT5. Physische Aktien genauso traden, als wenn wir unseren Long Trade Euro-US-Dollar machen. Und das wirkliche Bonbon ist ohne Kommission. Der Roundturn kostet nichts. Das ist natürlich unschlagbar. Also wenn ich das bei meiner Hausbank machen würde, kriege ich immer so, außer bei meistens sind es dann Pauschalgebühren, weil ich so riesige Summen dann doch nicht bewege, wo es dann prozentual werden würde. Und die Roundturn-Gebühren sind eher in der Größenordnung von 10 Euro. Und hier ist der Roundturn exakt mit 0 Euro. Das heißt, wenn ich eine Aktie kaufe und wieder verkaufe, habe ich keine Kommission. Das Einzige, was gewissermaßen anfällt, sind Spreads. Die kennt ihr, aber die sind hier jetzt auch nicht von großer Bedeutung. Also Aktienhandel an sich stellt schon mal etwas fundamental Gutes dar. Überhaupt keine Frage. Und hilft uns auch für jede Aktienstrategie. Drawdowns werden wir natürlich nachher trotzdem kriegen und die sind auch nicht gerade klein. Aber das Gute ist, mit ein bisschen Durchhaltevermögen und weil wir keine Finanzierungskosten haben, kann man auch mal bestimmte Dinge aussitzen und einfach etwas länger warten. Für mich ist da immer ganz einfach. Nehmen wir eine Person, Warren Buffett. Ja, der ist damit zum Milliardär geworden. Mehr oder weniger. Natürlich macht er das im großen Stil und aber eigentlich hat er nur davon profitiert, dass seit 1980 die Aktienkurse halt deutlich gestiegen sind. Die kleine Zusammenfassung würde ihm jetzt sicherlich nicht gefallen, aber er macht da sicherlich auch noch ein paar Dinge besser und einfacher, nicht einfacher, vielleicht komplizierter, aber sei es drum, das ist in Wahrheit eigentlich sein Erfolgsrezept. In Summe werden wir nachher auf die Indizes gucken. Und dann ist es wichtig, dass wir uns nochmal die Indizes brauchen wir einmal, weil sie uns die Zusammenstellung unseres Universums, was wir traden können und wollen, darstellen. Und
Ich gehe zwar jetzt nachher nur auf zwei Universen ein, also einmal auf den DAX, die 30 DAX-Unternehmen, und als anderes dann den S&P 100, also die 100 Aktien, die den S&P 100 vergleichen, tue ich übrigens nachher immer mit dem S&P 500, weil ich keine gute Kursquelle für den S&P 100 habe. Wer das mal hat, bitte melden. Dann könnte ich den Benchmark nachher der Aktienstrategie auch wirklich am S&P 100 vergleichen und müsste nicht den Vergleich an dem S&P 500 machen. Es gibt also beides, Performance-Index und Kursindex. Und der ganze Unterschied, ja, in Kürze gesagt, es ist die Dividende. Das ist alles. Es geht halt darum, dass wenn Aktien, die den Index bilden, eine Dividende auszahlen, ist die Frage, spielt das jetzt eine Rolle für den Index? Ja oder nein? Und beim DAX ist es so, dass dass die Dividende sozusagen wieder angelegt wird. Das heißt, alle Dividendenzahlungen landen nicht draußen, also kommen nicht einfach nur auf mein Konto, sondern kommen dem Index selbst zugute. Das ist wie so ein kleiner Reinvest der Dividende, die ausgezahlt wird. Das ist der ganze Unterschied, warum wir über einen Kursindex und einen Preisindex reden. Und eigentlich ist der DAX der einzige mir bekannte wirkliche Performance-Index, also da, wo die Dividende gewissermaßen wieder angelegt wird. Alle anderen sind echte Kursindizes und stellen den Markt eigentlich fairer dar. Das heißt aber auch, wenn man jetzt den DAX und den S&P 500 vergleicht, machen wir eigentlich was Falsches. Wir müssen dann den DAX Kursindex nehmen. Und den haben wir natürlich auch. Umgekehrt heißt es auch, dass der DAX eigentlich alle anderen Indizes immer outperformen müsste, weil er halt dieses Wiederanlageinstrument der Dividende hat. Gucken wir uns das mal am praktischen Beispiel an. Ich wechsle dazu mal eben in das Excel-Sheet. Performance und Price Index, da haben wir es. Und was ihr hier in der ersten Grafik einfach mal seht, ist in Rot der gut bekannte DAX seit grob 2001 bis ungefähr vor einem Monat. Und die vielleicht wohlbekannte Wellenbewegung, die wir so kennen. Und ja, wir hatten mal fast die 14.000, sind im Moment so grob bei 12.000, wie dem auch sei. Ich weiß gar nicht, wo wir heute sind, aber ungefähr da hinten. Als Vergleich der DAX Kursindex in Blau. Und irgendwie, da wird man ja doch mal ein bisschen hellhörig. Das heißt, mal hier Start und Ende der blauen Kurve miteinander vergleichen, ist da nicht gerade viel zu gewinnen. Ich gucke gerade auf noch eine Bemerkung. Performance Index ist meiner Einschätzung nach richtiger, denn der Investor hat alle vergangenen Dividenden eingenommen. Ja, nein. Also man hat halt einfach die Dividende quasi wieder mit wieder angelegt. Insofern, ja, das andere ist, nur der Rest der Welt funktioniert irgendwie anders. Also die nehmen immer den Kursindex. Und auch ich werde nachher in meiner Strategie, die Aktienstrategie selbst, werde ich die Dividendenzahlungen einfach außen vor lassen. Also die gibt es sozusagen als Bonus obendrauf. Die fließen halt einfach. Ist ohnehin nicht ganz so einfach zu kalkulieren, weil man dann mal genau wüsste, wann welche Aktie welche Dividende ausgeschüttet hat und das historisch für die letzten 20 Jahre. Also nehmen wir das einfach nachher on top. Von daher wird auch nachher unser Vergleichsindex einfach immer der Kursindex vom DAX sein. Und wenn wir den outperformen, dann sage ich, dass die DAX-Aktienstrategie, die wir entwickelt haben, dann besser ist. Ich will mal einen Vergleich machen, wie es eigentlich aussieht mit dem S&P 500. Also vorher habe ich noch mal kurz nur eins gemacht. Ich habe die beiden normiert. Dafür mal eben noch die Grafik. Ich habe sie einfach normiert auf 100 zum Startzeitpunkt, damit sie nochmal hundertprozentig vergleichbar werden. Gerade hatten die noch so ein Offset zueinander. Jetzt haben sie den gleichen Startpunkt und damit wird der Vergleich noch ein bisschen fairer und wir sehen wirklich die deutliche Outperformance vom DAX Performance Index. Okay.
Und jetzt macht jemand gerade schon die Bemerkung, dann ist ja der DAX im Vergleich zu den amerikanischen Indizes ein richtiger Rohrkrepierer. Antwort, ja. Yep. Und das können wir uns auch angucken. Das war nämlich die dritte Grafik, die ich hier machen wollte. Jetzt haben wir in Gelb noch den S&P 500 noch mit dabei. Und was sofort ins Auge sticht, der S&P 500, zumindest bis zum Ende dieser Kurve, würde sogar den DAX Performance Index sogar noch ausstechen. Wobei man jetzt mal sagen muss, so über die gesamte Laufzeit hier sind sie ungefähr ähnlich. Was dann allerdings auffällt, ist, dass die Volatilität natürlich vom DAX deutlich größer ist. Aber wenn man jetzt wirklich fair fragt, amerikanischer Markt, S&P 500, deutscher Markt, DAX Kursindex, dann sehen wir wirklich die Outperformance vom S&P 500, also sprich von den amerikanischen Aktienfirmen. Das werden wir nachher sehen, dass wenn wir die Strategie, die wir entwickeln, auf amerikanische Aktien anwenden, wir historisch auf jeden Fall deutlich besser gefahren wären als mit den deutschen Aktien, die aber allerdings auch dann eine ganz gute Rendite dann hinlegen. Kommt noch ein wichtiger Hinweis, den ich jetzt hier nicht gemacht habe. Der Fairness halber müsste ich noch den S&P 500 sozusagen währungsbereinigen, weil der ist ja gewissermaßen hier in US-Dollar. Das heißt, ich hätte noch durch den Wechselkurs dividieren müssen. Muss ich jetzt ehrlich gestehen, wie jetzt dann die genaue Auswirkung hier ist, weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht auswendig genau, wo 2001 der Wechselkurs war, wo er jetzt ist. Ist klar, ungefähr so bei 1,10, 1,15, irgendwo sowas. Aber das spielt natürlich mit rein und würde die Kurve noch mal ein bisschen nicht verfälschen, sondern eigentlich dann noch korrekter darstellen. Genaue Auswirkungen muss ich jetzt passen, habe ich vorher nicht dran gedacht, aber vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Den US-Dollar, also den S&P 500, hätte ich dann noch mal korrigieren müssen. Wir halten mal kurz fest. Also grundsätzlich, wenn wir über Indizes reden und wir wollen über den DAX reden und den mit anderen Märkten vergleichen, merken wir uns noch mal, wir sollten dann den Kursindex nehmen, um zu fragen, welches Land, welche Region läuft gerade besser oder nicht, dann müssen wir den Kursindex nehmen. Ich werde nachher den Kursindex auch als Vergleich ziehen für die Aktienstrategie, einfach deshalb, weil ich ja gesagt habe, ich lasse Dividenden außen vor, die werden auch in unserer Aktienstrategie einfach anfallen. Wie hoch auch immer, den Zusatzgewinn nehmen wir dann halt einfach mit. Das war mal ein kleiner Exkurs zu Kurs und Preisindex und Performanceindex. Halte ich aber für wichtig, weil wir gerne auch mal verschiedene Märkte untereinander vergleichen. Der nächste Schritt, wenn wir jetzt schon den Unterschied haben, wäre mal die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir den Index anders gewichten? Also nicht den Index, sondern sozusagen die Zusammensetzung. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Indexgewichtung erfolgt, also beim DAX ist es ganz stur, einfach nach Marktkapitalisierung. Das heißt, mal platt gesagt, ohne große Mathematik, also die großen und teuren Firmen dominieren dann den jeweiligen Index. Und wenn wir uns das mal kurz angucken, wenn wir das hier am Beispiel DAX uns angucken, der Wikipedia-Artikel lässt auch das nämlich direkt zu, dann haben wir hier die 30 DAX-Unternehmen und hier steht auch die Indexgewichtung, Stand 18. März, sei es drum. Das Entscheidende, worum es mir geht, ist, also das größte Gewicht hat SAP. Mit etwas mehr als 10% und das kleinste Gewicht hat hier ThyssenKrupp mit 0,6%. Das heißt, der spielt eigentlich im Gesamtindex, spielt ThyssenKrupp eigentlich mehr oder weniger gar keine Rolle. Insofern ist dann die Frage, warte mal, wenn jetzt die Großen hier den Index praktisch so dominieren, ist die Frage, ob das eigentlich dann gut oder schlecht ist. Und also gut oder schlecht für den Index, könnte man nicht vielleicht einfach dadurch schon eine bessere Performance unseres Aktienportfolios erzielen,
indem wir was ganz Triviales machen, nämlich einfach nur Gleichgewicht. Gucken wir uns mal. Wie soll das genau gehen? Ganz einfach. Ich mache es mal an einer etwas größeren Zahl fest. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass ich gerade 100.000 Euro habe und möchte die investieren und möchte mir selber einen Equal Weight Index basteln. Also Equal Weight steht für dann gleichgewichtet. Und ja, was heißt das? Ich nehme meine 100.000 Euro. Da ich in den DAX investieren will, habe ich 30 Firmen. Also hätte ich 3.333 Euro pro Firma zum Investieren. Und ja, machen wir so ein Beispiel. Adidas. Adidas kostet 257 Euro, würde ich also 12 Aktien kaufen. Da ich die Komma-Aktien nicht kaufen kann, naja, bleibt mir am Ende noch ein bisschen Bargeld über. Sei es drum. Okay. Das kann ich natürlich jetzt auch historisch machen, indem ich einfach sage, naja, alle x Tage mache ich diese Neuverteilung entsprechend einfach neu. Also das heißt, macht praktisch Umschichtungen. Das heißt nicht, dass dann immer was wirklich nötig ist, aber in meiner Berechnung gleich tue ich sogar so, als ob ich jedes Mal nach x Tagen alles verkaufe, dann die Rechnung hier, die wieder neu mache und wieder mir dann entsprechend davon die 12 Aktien, davon die 23 und so weiter in mein Depot lege. Und da ich irgendeine Zahl mal aussuchen musste, um das Ganze mal historisch zu simulieren, habe ich einfach gesagt, ich nehme mal 2 Monate. Alle 2 Monate mache ich diese entsprechende Umschichtung. Jetzt muss ich mal kurz gucken, gibt einiges hier an Fragen. Okay, wie ich die Zusammensetzung mache, ich habe es mir etwas einfach gemacht. Ich habe den, da muss ich, danke für die Frage, wie die, ich habe einfach den heutigen DAX genommen und die Firmen mir historisch angeguckt. Ich habe also jetzt nicht die entsprechenden, ab und zu kommen ja neue Firmen rein, andere fliegen raus. Das habe ich jetzt einfach nicht gemacht, um die Rechnung einfacher zu halten. Okay, dann kriege ich noch den Wechselkurs. Der stand bei 0,95 am 2001. Naja, dann sind da jetzt noch mal 15% auf jeden Fall Unterschied. Und okay, und dann gibt es noch eine Internetseite zur Indexgewichtung als Frage. Also ich zeige es einfach noch mal eben. Es ist einfach Wikipedia DAX. Also wenn man bei Google einfach DAX Wikipedia eintippt, dann kommt man genau auf die Seite. Ich kann das allerdings auch mal eben posten. Das ist auch kein Problem. So, dann haben wir das auch. Also zurück zu dem, was ich jetzt einfach simuliert habe. Ich habe alle 44 Handelstage, also das sind grob alle 2 Monate, habe ich halt mich jedes Mal mir meinen aktuellen Stand, meine Aktienkäufe angeguckt. Ich habe einfach alles verkauft und dann wieder neu jeder Firma 300, also ein Dreißigstel meines Geldes gegeben und habe wieder die entsprechende Aktien dann gekauft und dann entsprechend wieder die nächsten 44 Tage gewartet. Das ist erstmal alles. Dadurch habe ich einen Equal Weight Index nachgebildet und selber in meinem Portfolio. Okay, gucken wir uns mal genau an, was das heißt und was wir dann bereits an Performance bekommen. Okay, gucken wir uns das mal beim DAX an. Und dann kriegen wir nachher folgende Equity-Kurve. Jetzt ist in Rot unser DAX-Price-Index, also der Kursindex. Die Bewegung, die hier nur so ein paar Prozent über die letzten knapp 20 Jahre nach oben ging. Und in Blau das Prozedere von gerade, also dieser Equal Weight. Jetzt mag man sagen, ja gut, du machst natürlich jetzt hier auch eine Wiederanlage. Ja, das ist aber der Index selbst für sich genommen genauso. Das heißt, das ist absolut zulässig. Außerdem, ich habe ja auch alle Kosten berücksichtigt, also es hindert mich ja nichts, alle 44 Tage vielleicht sogar überflüssigerweise immer alles zu verkaufen und dann am nächsten Tag entsprechend meiner neuen Zusammenstellung, also der Stückzahlen, welche Aktien, ist ja ohnehin hier immer gleich. Ich mache ja noch kein Stockpicking, sondern ich kaufe immer alle DAX-Unternehmen. Ich muss mal hier hinter meinem Go-to-Webinar-Control-Panel mal einmal scrollen. Dann sehen wir, dass wir hier
dann bereits schon ein Annual Growth von knapp 5% immerhin erreichen. Also das heißt, den Preisindex schlagen wir auf jeden Fall schon mal mit. Der hat ungefähr 0,8% und wir kommen jetzt schon mit dem Equal Weight DAX schon bereits auf 5% pro Jahr. Auch 5% pro Jahr finde ich jetzt nicht gerade so schlecht. Und anderer netter Nebeneffekt, der Preisindex hätte als maximalen prozentualen Drawdown eine 65% gehabt. Die wäre jetzt sogar ein bisschen kleiner. Das heißt, es bringt was, wenn wir den DAX einfach mit gleichgewichteten Anteilen nachbilden, dann bekommen wir bereits schon eine deutliche Outperformance. Kann man sagen, 5%, naja, ist jetzt auch nicht der Brüller, aber es wäre auf jeden Fall besser als der Kursindex selbst. Also von daher haben wir schon mal was gekonnt, was ja schon mal nicht ganz... Kommt ein Hinweis noch, sowas gibt es auch als ETFs. Ja, das habe ich auch, zumindest meine ich, dass es das gibt. Und damit könnte man tatsächlich bereits schon das Modell machen. Der einzige Unterschied beim ETF ist sozusagen das Konstrukt selbst. In meinem Fall bin ich tatsächlich Herr dieser Aktien. Das heißt, mir gehören die Anteile dieser Firma, egal was mit dem ETF-Betreiber passiert. Natürlich, wenn die Firma, also jetzt die DAX-Firma, die ich hier kaufe, pleite geht, ist natürlich auch da mein Geld weg. Aber ansonsten gehört mir natürlich real dieser Anteil. Okay. Da kommt noch eine schöne Zusammenfassung von dem, was hier passiert. Das heißt, wenn die Schwergewichte weniger Gewichtung haben, dann kann der Index besser performen. Ja, genau das ist es. Das liegt natürlich daran, machen wir es mal mehr so als globales Bild auf die Wirtschaft. So ein Wahnsinnsschwergewicht wie Siemens. Wie wollen die mal so richtig outperformen? Natürlich gibt es Beispiele, wo andere Schwergewichte auch nachher total outperformen. Also Microsoft, Apple sind dann auch jeweilige Schwergewichte und die können auch richtig outperformen. Aber so im Allgemeinen tun sich natürlich die Schwergewichte da schwer. Und deswegen ist bereits dieser Ansatz so wahnsinnig einfach. Kommt ein anderer Hinweis noch. Mein Equal Weight hier hat natürlich sozusagen einen kleinen Bias, weil ich die DAX-Unternehmen drin habe, die heute drin sind und die auch historisch mit reingenommen habe. Das ist absolut berechtigt, sollte allerdings nicht die Gesamtperformance ruinieren. Jetzt gucken wir uns allerdings mal ein nächstes Beispiel an. Jetzt habe ich dasselbe gemacht für den S&P 100. Und jetzt werden wir schon eine deutlichere Überraschung erleben. Also auch da alle 2 Monate verkauft. Gleich Achtung, Dinge sind hier anders. Hier habe ich Kursdaten von nochmal viel mehr Jahren, also seit 1990 nochmal 10 Jahre drauf. Dafür hören sie bei 2018 auf. Deswegen gibt es so ganz am Ende einen so einen Abfall nicht, weil die Daten im Juli 2018 aufhören und ich sie jetzt nicht neu runtergeladen habe. Zweite Nebenbemerkung, die Y-Achse ist jetzt schon logarithmisch. Ansonsten wäre dieses Bild eine reine E-Funktion. Hier kriegen wir eine deutliche Outperformance hin. Die ist wirklich, wirklich massiv. Also der S&P 500, den nehme ich als Vergleich für meine 100 S&P 100 Aktien, die ich jetzt auch Equal Weight mäßig einfach alle 44 Tage gekauft habe. Und wenn ich auch hier nochmal kurz nach rechts scrolle, dann sehen wir, dass wir damit bereits eine jährliche Rendite von knapp 16% erreichen. Das heißt, wir können den S&P 500 um Faktor 2 ausstechen. 15% Rendite. Jetzt wird es doch nur endgültig richtig, richtig interessant. Sind in der Rechnung hier Gebühren berücksichtigt? Ja, die Gebühren von JFD. Also keine. Außer der Spread. Der Spread ist berücksichtigt. Zugegebenerweise, vor 20 Jahren hätte man bei JFD noch nicht gebührenfrei Aktien traden können. Physische Aktien sowieso nicht. Und so lange gibt es noch nicht mehr JFD. Aber
Aus heutiger Sicht ist die Rechnung fair. Also insofern ist es dann schon okay. Okay. Als Faustformel gilt, dass die Ergebnisse mit SBF-Daten ca. 35% schlechter sind, als wenn man den aktuellen Index nimmt. Da muss ich jetzt gestehen, komme ich nicht ganz so schnell mit. Okay. Aber ist hoffentlich auch okay. Also wir kriegen schon beim S&P 100, also wir gehen eine deutliche Outperformance hin, indem wir halt nicht die normale Gewichtung machen, sondern einfach dieses Equal Weight als Gewichtung nehmen. Also das ist, dann kommt noch eine andere Idee, ob man das vielleicht genau umkehren sollte, indem man nämlich die weniger kapitalisierten sogar überproportional mit reinnimmt. Ja, ist tatsächlich auch mal ein Ansatz. Also das Ganze gewissermaßen auf den Kopf zu stellen. Vielleicht wird es sogar dann noch viel besser. Keine Ahnung. Also, aber die Idee finde ich auf jeden Fall sehr lohnenswert. Gut. Jetzt haben wir immer noch nicht Stockpicking betrieben. Müssen wir natürlich machen. Wie soll das jetzt vonstatten gehen? Wir wissen also schon mal, womit wir uns jetzt jeweils messen können und sollen. Aber jetzt wollen wir natürlich versuchen, noch mal ein bisschen besser zu werden, indem wir in geeigneter Weise die Aktien sozusagen heraussuchen. Das heißt, jeweils, wenn wir was mit dem DAX machen wollen, aus den 30 DAX-Unternehmen, und wenn wir was mit dem S&P 100 machen wollen, aus den 100 S&P 100 Aktien. Weil es zwingt uns ja keiner, in alle Werte zu investieren. Egal in welcher Gewichtung, also weder in der Marktkapitalisierung oder Equal Weight. Nö, wir bleiben uns ja überlassen. Also ich sag mal, jeder, der ganz normal Aktien tradet, hat ja auch irgendwelche Regeln, nach denen er vorgeht. Und selbst wenn es die Regel ist, ich trade nur die Aktien, wo ich die Unternehmen irgendwie kenne, wo ich vielleicht auch ein bisschen selber eine Einschätzung beitragen kann, ob die jetzt gut oder schlecht sind, die jeweiligen Unternehmen. Vielleicht, weil ich in einem ähnlichen Markt selber auch arbeite, was auch immer. Aber also nochmal, es zwingt uns natürlich überhaupt gar kein Mensch, irgendwie immer in allen Aktien investiert zu sein. Also brauchen wir eine Regel oder Regeln für die Selektion, also nach Kriterien, nach denen wir diese Aktien aussuchen. Okay, jetzt wird der eine sagen, okay, dann nehmen wir gucken uns die Geschäftszahlen an, wir lesen die Bilanzen, die Gewinn- und Verlustrechnungen, Fragen nach Bewertungskenngrößen, KGVs und. Alles valide Mittel. Ich will es hier aber vereinfachen und vor allen Dingen wie immer objektivieren. Das heißt, ich will hier keinen Interpretationsspielraum lassen, indem ich jetzt Bilanzen mir angucke. Und ohnehin weiß ich nur zu gut, was man mit Bilanzen auch alles machen kann. Aber das ist was ganz anderes. Ich will einfach mir mal drei Indikatoren angucken, die ich verwenden werde. Und zwar einmal als Indikator eine Regression. Regression ist nichts anderes als eine Ausgleichsgerade. Das kann man auch im MT4 oder MT5 vom MetaTrader reinlegen lassen. Es ist das, was man auch im Excel machen kann. Einfach eine Gerade durch den Kurs für x Tage und dann nimmt man die Steigung. Also das ist halt die sogenannte Regressionsgerade. Dann ein anderer Indikator könnte zum Beispiel sein, ich nenne den immer einfach Slope EMA, also was der EMA ist, wissen wir alle, also der exponentiell gleitende Durchschnitt. Naja, jetzt können wir dem ja einfach eine Steigung machen, also geben. Wir fragen, ob der jetzt besonders steil nach oben, nach unten oder gar nicht oder horizontal geht. Das heißt, wir bestimmen einfach mathematisch die Steigung, also ganz genau den Differenzenquotient zum Tag davor und bilden das einfach in Prozent ab, weil dann haben wir auch alle Aktien untereinander vergleichbar. Das dritte, auch ein ganz einfacher Indikator, ist das Momentum. Und als Momentum, oder hier nenne ich Momentum sowas wie Rate of Change, so heißt er dann als Indikator im MT4. Wir gucken einfach x Tage zurück und fragen, wie viel Prozent hat sich der Kurs verändert? Also wenn ich jetzt 100 Tage zurückgucke und eine Aktie da bei 90 stand und heute bei 100, dann habe ich mache es mal jetzt von oben nach unten gerechnet, 10%, also von unten nach oben wären es natürlich ein bisschen mehr. Aber das ist dann einfach die prozentuale Kursänderung.
Damit können wir unsere 30 DAX-Werte oder unsere 100 S&P 100 Werte einfach nachher ranken. Also wir können fragen, welcher hat die größte Steigung oder welcher das größte Momentum oder welcher hat die größte Steigung in der Regressionsgraden. Es läuft gleich so ein bisschen darauf hinaus, wir wollen nur in die Starken investieren. Also in die, die absolut outperformen. Wir müssen jetzt halt etwas machen, eine Definition schaffen, eine einfache Definition, mit der wir Outperformance sozusagen darstellen. Dafür wollen wir das natürlich dann benutzen. Ich versende mal eben einen Link, ohne ihn zu kennen, einfach weil der vielleicht auch im Interesse von anderen ist, der mir gerade zugeschickt wurde. Und da geht es um den Supervisorship Bias. Wie gesagt, ich habe das noch nicht gelesen, aber ich vermute mal, es ist interessant. Ich schicke es einfach mal an alle. Gut. Bei der Strategie gleich werden wir keinen Stop-Loss verwenden. Das ist bei Aktien vertretbar. Das heißt, wir lassen die einfach laufen. Das halte ich deshalb bei Aktien für vertretbar, weil das Risiko ist immer für eine einzelne Aktie endlich, und zwar genau das Geld, was wir in die Aktie investiert haben. Natürlich wissen wir alle seit der Finanzkrise, dass das selbst großen Firmen passieren kann, dass sie einfach mal plötzlich pleite sind. Aber es passiert ja zum Glück ohnehin nicht gerade alle Tage. Wie gehen wir jetzt genau vor? Also genau vorgehen, wie es also abläuft. Und das wäre auch das, wie man es von Hand machen würde. Wir fangen an irgendeinem Stichtag einfach mal an. Und zum Börsenschluss bilden wir jetzt so ein Ranking entsprechend diesem Indikator. Also wir machen einfach eine Liste. Wir bestimmen von jedem beispielsweise die Steigung der Regressionsgraden oder den Slope EMA oder von jedem das Momentum. Das wäre noch das Einfachste zu diesem Stichtag. Ja, und dann sortieren wir die einfach entsprechend ihrer Größe. Und dann gehen wir zur Eröffnung am nächsten Tag hin, verkaufen alle Positionen, die wir haben. Da können wir nachher noch ein bisschen intelligenter werden, indem wir vielleicht das, was wir gerade verkaufen und sowieso im nächsten Moment wieder kaufen würden, dann doch nicht verkaufen, sondern einfach halten. Ich tue nachher sogar in meiner Berechnung so, als ob ich das trotzdem tue. Also ich verkaufe die und kaufe auch im Zweifelsfall dieselben wieder neu. Das gebe ich mir sozusagen als kleinen Bonus nachher noch mit oben drauf. Jetzt ist allerdings natürlich die Frage, wir nehmen dieses Ranking und jetzt kann ich natürlich mir aussuchen, kaufe ich nur die drei Besten oder die 10 Besten oder die 15 Besten. Oder vielleicht sogar nur die, die einen bestimmten Schwellwert überschreiten und nimmt trotzdem noch so eine maximale Anzahl. Das heißt, hier entstehen dann ein paar Freiheitsgrade. Wichtig ist aber, alles basiert auf diesem Ranking entsprechend meinem Indikator. Ich fasse das gleich nochmal auf der nächsten Folie zusammen. Also wichtig ist aber, dass wir geben uns eine Obergrenze. Also wie viel verschiedene Unternehmen, von denen wir Aktien kaufen, was ist die maximale Anzahl? Nachher werden wir sehen, das sind vielleicht so 5 Stück. Das wäre einfach nur fünf, die 5 Besten. Und that's it. Ja, und dann einfach nach Y Tagen fangen wir wieder von vorne an. Das heißt, wenn wir das heute machen, dann vielleicht wieder nach 40 Tagen, bilden wir wieder neu das Ranking und machen die entsprechende Anpassung. Das ist das ganze Regelwerk. Also extremst einfach. Gucken wir ein bisschen abstrakter drauf, was das eigentlich im Sinne einer Trading-Strategie eigentlich heißt. Ihr wisst, ich gucke da immer gerne auf die Freiheitsgrade, also die Parameter, die ich hier variiere, also wo ich drüber nachdenke, was nehme ich denn da für eine Zahl? Und das fängt natürlich zum Beispiel damit an, dass unser Indikator ja immer so etwas Ähnliches hat wie eine Periodenlänge. Also der EMA hat die Periode 200 oder 18 oder was auch immer. Das gleiche gilt für meine Regressionsgrade. Ich gucke 10 Tage zurück, 200 Tage zurück und bilde diese Gerade. Das heißt, ich habe hier einen Freiheitsgrad, das ist einfach diese Periodenlänge. Ich nenne es jetzt einfach mal im X. Dann, wie oft mache ich dieses Update? Täglich, alle 10 Tage, mal 80 Tage. Also wie oft mache ich dieses Intervall, wo ich neu drauf gucke? Und ich hatte es gerade schon angedeutet, ich nehme
sowas wie die maximale Anzahl. Ich kann mir da einfach eine Obergrenze, selbst wenn wir in dem totalen Bullenmarkt sind und nachher alle eine positive Steigung haben, naja, kann ich ja trotzdem sagen, nö, ich nehme nur die 5 Besten, nur die. Ich könnte allerdings eventuell auch hingehen und sagen, ja, ich komme mal wieder auf meine Schwelle. Bei mir nachher in den ganzen Rechnungen taucht da schon mal sowas aus wie eine minus 100 und eine 0%. Das soll einfach vereinfacht Folgendes heißen. Wenn diese Schwelle 0 wäre, soll das heißen, ich kaufe nur Aktien, die wenigstens eine positive Steigung haben. Also das Kriterium. Und selbst wenn nachher nur eine in dem totalen Bärenmarkt noch eine positive Steigung, dann nehme ich halt nur die eine und alle anderen ignoriere ich. Oder ich ignoriere auch diese Schwelle. Ich würde sogar in dem totalen Bärenmarkt, auch wenn jede einzelne Aktie eigentlich eine negative Steigung hat, ich kaufe trotzdem die 5 Besten. Auch das wäre etwas, was ich machen kann. Das heißt, ich könnte so eine Schwelle verwenden. Ich nehme nachher eh die Schwelle raus. Von daher, ich wollte es nur erklären, was ich in Summe hier gemacht habe. Wenn ich dieses Regelwerk nehme und dann bis wie immer auch eine Optimierung betreibe, die hier allerdings extrem unauffällig ist, die Optimierung. Also ich kann euch jetzt schon gleich sagen, wenn das mit der Periodenlänge 100 funktioniert, dann funktioniert das auch noch mit 150 und dann funktioniert das auch noch mit 50. Also die Einzelperformance sind natürlich dann nochmal anders, aber die Abweichungen sind extrem klein. Das heißt, die Strategie ist nachher sehr, sehr robust, auch wenn ich hier das Ganze entsprechend alles gerechnet habe. Das Ergebnis, wenn wir das also anwenden, gucken wir uns auch das an. Das Ergebnis sieht natürlich folgendermaßen, also nicht natürlich, sondern sieht folgendermaßen aus. Beim DAX stellt sich raus, nimmt man am besten die Regressionsgrade und wir erhalten diese Performance-Kurve. Was hier die Logik, ich habe die auch gleich noch in der Tabelle zusammengefasst, keine Sorge. Alle 65 Tage machen wir unser Update und wir nehmen als Regressionsperiode etwas mehr als 300 und wir traden maximal 7 Aktien. Soll heißen, wir nehmen immer die 7 Besten. Die 7 Besten entsprechende Regressionsgrade kommen in unser Portfolio und alle 65 Tage gucken wir neu. Das ist alles. Das ist dann die Performance, die wir daraus erreichen, dass wir hier den Kursindex weit outperformen, sieht man sofort. Und die Dividenden, wie ich vorhin schon mal sagte, gibt es ohnehin nochmal gratis obendrauf. Jetzt schaffen wir auch mit DAX-Aktien immerhin knappe 10% Rendite pro Jahr. Und auch unser Drawdown ist immer noch etwas kleiner als der von unserem jeweiligen Benchmark. Das heißt, mit einer so einfachen Stock-Picking-Variante kriegen wir schon eine deutliche Outperformance gegenüber dem zugrunde liegenden Index hin. Und alles, was wir machen, ist, ja, 7 Aktien. In 7 Aktien sind wir investiert. Ich habe das Ganze hier jetzt mit einer Anfangssumme von 100.000 gemacht. Das Gute ist, wenn man nur 7 Aktien immer kauft, kann man die Summe auch deutlich kleiner machen. Ich sage gerade die Zahl, da käme man auch schon mit 5.000 Euro hin und würde immer noch die 7 Aktien gekauft kriegen. Also man hätte nie ein, dass man Stückzahl 0,3 kaufen müsste, was man ja de facto nicht kann. Dass dann die Performance etwas anders aussieht, weil mir sozusagen Anteile fehlen, ja, aber grundsätzlich würde immer noch sowas Ähnliches herauskommen. Also wir kriegen was deutlich Besseres schon hin. Wie sieht das aus beim S&P 100? Beim S&P 100 stellt sich raus, nehmen wir am besten den Slope EMA, also die Steigung vom EMA. Auch hier wieder Nebenbemerkung, ich musste die Achse auf logarithmisch umstellen, damit das Ganze hier überhaupt darstellbar ist. Wir kriegen einmal noch eine deutlichere Outperformance hin, auch gegenüber unserem Equal Weight. Und was wir hier jetzt erreichen, ist immerhin eine jährliche Rendite von etwas mehr als 30%, indem wir aus den 100 S&P 100 Aktien immer die 5 besten entsprechend
der Steigung des EMAs aussuchen und alle 40 Tage neu drauf gucken und unsere Zusammensetzung dann entsprechend verändern. Und das Ganze machen wir mit dem EMA knapp unter 300. Und das Gute, nochmal, ich habe in Wahrheit alles Mögliche ausgerechnet, alle möglichen EMA und Wiederholraten und maximale Trade-Anzahl, also maximale Aktienanzahl, die ich in mein Portfolio mit reinnehme. Es ist extrem robust, dass ich dann trotzdem hier irgendwelche Zahlen am Ende sage, das sind die besten. Ist immer keine Überoptimierung, sondern ist gleich mit Blick auf die gesamte riesige Nachbarschaft, wenn man mit dem Indikator die Periode deutlich ändern, wenn wir die Frequenz, wie häufig wie wir das machen, deutlich ändern. Und selbst wenn ich dann an der Anzahl der Aktien, die ich halte, also ob das jetzt 5, 7 oder 10 sind, ändere, es kommt nie was groß anderes raus. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr robuste Strategie. Über welche Zeitspanne lege ich die Regressionsgrade bzw. den Slope EMA? Kommt gleich in der Zusammenfassung. Dann nochmal der Hinweis wieder auch auf Basis des Selektionsbias, der hier sozusagen mit drin ist, weil ich ja die heutige S&P 100 Zusammensetzung und die heutige DAX Zusammensetzung verwende, dass das auch nochmal mit reinspielen könnte, dass ich eine derartige Performance hier entwickle. Skeptisch darf man gerne sein. Das Big Picture wird es nicht ändern, gerade jetzt hier nicht, weil ich ohnehin ja nur die 5 bzw. 7 stärksten nehme. Das heißt, ich mache eine extreme Auswahl von meiner Gesamtheit. Und aber das ist jetzt eine Mutmaßung. Also ich kann es nicht wirklich mathematisch dann schon ableiten. In der Zusammenfassung, weil auch gerade noch nach den Zahlen genauer gefragt wurde, habe ich die hier nochmal in der Tabelle auch zusammengefasst. Also hier stehen auch die Perioden für die Regressionsgrade und den EMA. Es sind beide so grob 300. Der Update ist ein bisschen anders, beim einen alle 2 Monate, beim anderen alle 3 Monate. Und die maximale Anzahl der Symbole, die getradet werden, ist hier in beiden Fällen, also einmal 5, einmal 7. Ich wende keinen Threshold an. Das heißt, selbst wenn alles, zum Beispiel die, selbst wenn alle 30 DAX-Firmen eine negative Steigung hätten, würde ich stur vorgehen und die 7 besten immer noch nehmen, selbst wenn sie eine negative Steigung haben. Wachstum der entsprechenden Equities sind natürlich hier auch nochmal erwähnt. Die Excel-Sheets, die das abbilden, bilden jetzt nur die Trades ab. Ihr könnt leider jetzt nicht da selber an der Periode zum Beispiel drehen und das Ganze machen, weil das lässt sich dann doch nicht mehr in einem Excel-Sheet überhaupt so einfach mal abbilden. Weil ihr müsst euch vorstellen, machen wir es mal am S&P 100. In dem Excel-Sheet müsst ihr die Kurshistorie von allen 100 Aktien drin sein und dann müsste noch diese ganze Selektionsgeschichte automatisch passieren. Nichts ist in Excel unmöglich, aber damit ist dann Excel doch überfordert. Deswegen habe ich natürlich die Rechnung wie immer in meinen eigenen Programmen gemacht. Ich will nochmal wiederholen, dass die Strategie sehr robust ist gegen die Variation dieser Parameter. Das heißt, es kommt nicht wirklich genau auf die Parameter an. Und wenn man jetzt mal nicht nach 40 Tagen das Update macht, sondern nach 45 Tagen, dann ändert sich da auch herzlich wenig. Das heißt, wenn man gerade im Urlaub ist, könnte man das trotzdem noch machen. Und zu guter Letzt, die Dividende gibt es einfach sozusagen noch on top obendrauf. Ich habe es nirgendwo mit einberechnet. Also wenn man dann gerade in Aktien investiert ist, die auch noch eine Dividende zahlen, schön, dann kriegt man auch das einfach noch mit. Wurde aber hier in den ganzen Rechnungen überhaupt nicht berücksichtigt. Und so einfach ist die Strategie. Das heißt, ich kann jetzt schon Zusammenfassung. Wir haben eigentlich in Wahrheit heute
vier Sachen gemacht. Wir haben uns grundsätzlich mal kurz über Aktientraden überlegt, warum das überhaupt gut ist. Mussten nur mal feststellen, dass der DAX Performance Index im Bild auf, also im Vergleich zu auch den ganzen anderen Indizes, ist er eigentlich eher ein Exot, weil die werden alle als Kursindex dargestellt. Ob das jetzt grundsätzlich schlecht oder nicht ist, mir geht es nur darum, man muss aufpassen, wenn man also Indizes vergleicht. Um jetzt wiederum mir den eigenen Benchmark richtig zu machen, habe ich dann auch den DAX Kursindex als Benchmark dann genommen. Übrigens den Performance Index hätten wir trotzdem auch geschlagen. Was wir dann auch schon gemerkt haben, schon die Vorstufe unseres Stockpickings, indem wir einfach nur den Index gleichgewichtet nachbilden, schlägt bereits den Index. Das ist schon mal gut. Weil die Schwergewichte einfach nicht so viel Potenzial aufweisen. Das wird einfach der Grund sein. Und dadurch bremsen die gewissermaßen den Index aus. Und wenn wir jetzt noch ein Stockpicking machen mit einem einfachen Indikator als Basis, ja, dann werden wir noch profitabler. Und die, wenn man es mal ohne das ganze Indikatorzeug beschreibt, wird es ganz einfach. Investiere in die Starken. Das ist eigentlich das, was hier jetzt mal ohne Zahlen am Ende steht. Guck auf die Einzelaktien, such den Stärksten, die Stärksten. Und wenn du in Aktien investieren möchtest, dann investiere einfach in die Stärksten. Dass ich das Ganze mathematisch noch aufgezogen habe, indem wir Indikatoren reingesetzt haben, dient einfach nur der Berechnung. Ansonsten hätte ich das so nicht sagen können. Aber de facto ist es eigentlich nur der eine Satz: investiere in die Outperformer und meide alle Underperformer. Das ist eigentlich die Grundlage dieser ganzen Strategie. Wenn man es jetzt mathematisch aufzieht, kann man das genau mit diesen Indikatoren nachbilden. Und wenn wir jetzt morgen daraus auch eine vollautomatische Strategie machen wollen, ist es natürlich auch genau der Weg, weil irgendwie müssen wir ja sagen, in welche gehen wir denn nun? Und da eignet sich für eine objektive Bewertung natürlich immer sozusagen mathematische Kennzahlen und nicht der reine Eindruck, wer ist stark und wer ist schwach, sondern wir haben dann eine einfache Definition über den Indikator und schon sind wir dabei. So einfach geht's. Und wer die nichtsdestotrotz, auch wenn die Excel-Sheets eher nur die Resultate darstellen, wer die gerne haben möchte, hier steht nochmal meine E-Mail-Adresse, auch für jeden anderen Kontakt einfach die nehmen und gerne auch direkt mich mit du anreden. Tue ich ja meistens hier im Webinar auch. Und mindestens benutze ich immer ein Pseudo-Du mit euch und ihr und ach, wie auch immer. Aber egal. Also ihr könnt gerne auch direkt zum Du übergehen, wenn ihr mögt. Ansonsten denke ich mal, war es mal wieder eine ganz einfache Strategie, die man hier ganz leicht entwickeln können. Ich gucke nochmal gerade auf die Fragen, deswegen ändere ich gerade hier so meinen Tonfall. Eine Frage war ja nochmal bei dem Stockpicking, sind wir immer investiert? Die Antwort ist ja, weil wir schließlich nämlich keinen Schwellwert hatten und damit auch dann investiert sind, wenn zum Beispiel alle Steigungen negativ sind. Also sind wir immer investiert. Dann gibt es hier noch einen Buchtipp, den will ich gerne einfach so, wie er ist, mal verteilen, auch wenn ich jetzt nicht weiß, worum es genau geht. Also schicken wir das einfach mal an alle. Genau. Okay. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, auch mal so eine simple Strategie zu sehen. Und selbst Equal Weight ist dabei auch schon ein simpler Ansatz. Für mich heißt es nach wie vor, Aktientraden ist Teil des Gesamtportfolios für den Vermögensaufbau und gehört da auch rein. Und deswegen wollen wir immer wieder auch dazu mal ein paar Strategien uns angucken, weil wir müssen dem auch die Bedeutung zumessen und uns vielleicht nicht nur immer um Forex rauf und runter zu kümmern. Also die Mischung macht's natürlich wie immer und hier haben wir wieder eine kleine Bereicherung. Hoffe, hat es euch gefallen. Euch natürlich noch allen einen super schönen Abend und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.
Thema steht noch nicht mal fest, muss ich aber noch nächste Woche festlegen. Aber ihr wisst, ihr findet das einfach auf der Homepage. Da werden wir sicherlich wieder was Spannendes zusammenschustern. So machen wir es. Also, euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschö.